Weihnachten ist schon ein Moment her. Aber wir haben einige Sachen geschenkt bekommen auf Weihnachten. Mein Geburtstag war auch noch. Und gerne möchte ich die vorstellen. Einerseits ein so ein lässiges Schuhgestell. Das zeige ich euch nachher gerade. Das kann man passend oben tun. Dann eine mega coole Lichterkette. Ein Backofen für im Bus rein. Eine lustige Raffel. Ich weiss noch nicht, wo ich sie genau hin tun kann. Im Bus. Dann ein ganzes Geschirrset. Eigentlich wollte ich Melamin-Teller nehmen. Und jetzt haben wir aber da so richtige Teller bekommen. Plus noch dazu so etwas, wo man dazwischen tun kann, dass es nicht kleveln kann. Das ist so eine Anti-Rutschmatte. Und eine ganz kleine Sonos-Box gibt es jetzt neu. Die ist klein und kompakt. Die Sponsoren von meinem Papi haben wir hier das lässige Finkengestell bekommen, wo wir das Besseli darunter tun. Und das brauchen wir jetzt hier auch gerade im Bus, wo man einfach mal schnell so kann den Dreck ein bisschen rausbeseln, was es ja immer gibt. Das Praktische an diesem Gestell, man kann dann hier noch das rauf tun, vornehmen und so noch das Tassli draufstellen. Das Gestell passt wunderbar, geht direkt in die Nischen rein. Es hat hier noch die Möglichkeit, das Kabel durchzuziehen, dass man das Handy laden könnte. Da oben ist ja auch die Ladestation, der 12-Volt-Stecker. Da könnte man das also auch da rein tun. Das können wir definitiv brauchen, finde ich ideal gelöst. Schauen wir doch als erstes, was da drinnen ist. Das habe ich geschenkt bekommen. Das Weihnachtsgeschenk. Ich habe mir irgendwie Lichtli für den Bus gewünscht. So halt typisch Frau. Meine Frauen haben es halt gerne einfach irgendwie ein bisschen romantisch und gemütlich. Und da habe ich die bekommen und bin schon wirklich mega begeistert. Also erstens hat es ein Kabel, das man immer kann überall im Bus laden kann. Das ist noch wichtig, dass man nicht auf Batterien angewiesen ist. Und dann ist das recht cool, da kann man das so drehen. Und dann sind da innen ist die Lichterkette versteckt. Nehme ich die da mal raus. Ich muss halt den Anfang suchen. Wie lang ist die? Also man kann 6 verschiedene Farben machen. Und das Ding, irgendwo habe ich gemeint, habe ich es gelesen, ist etwa 5 Meter lang. Schauen wir gerade mal. Es hat hier dann so Bügel, dass man sie irgendwo einhängen kann, irgendwo befestigen. Man muss noch ein Plätzchen suchen am Bus, wo man das gut befestigen kann. Und dann kann man da drauf drücken. Dann hat man, man hat ja noch eine Taschenlampe. Genau, wenn man einmal drauf drückt, dann kommt die Taschenlampe. Und wenn man nochmal drauf drückt, sehen wir hier die Farbe. Und das wickele ich jetzt einfach irgendwo mal schnell um. Viele Möglichkeiten im Bus zum Aufhängen habe ich noch nicht gefunden. Wahrscheinlich müsste man es noch durchschleifen, dort bei der Beifahrerseite. Auf jeden Fall kann man dann hier, man sieht es ein bisschen, wenn es natürlich dunkel ist, ist es noch schöner, ganz verschiedene Farben einstellen. Das gibt sicher eine gute Stimmung, auf das freue ich mich riesig über das Geschenk. Danke vielmals an den, der es mir geschenkt hat. Dann als nächstes auch ein Geschenk, ein Backofen. Ich habe mich mega gefreut, ich habe gar nicht gewusst, dass es so etwas gibt. Ein Backofen, wo man mehrere Sachen drin machen kann, über Aufläufe, Kuchen, Brot, wo man auf den Gasgrill tun kann. Und dann kommt das Gas durch. Und erhitzt das die Schale und man kann so backen. Da bin ich gespannt und werde mir sicher gerne einsetzen. Was natürlich nicht fehlen darf, ist klar, ein Schweizer Sackmesser, wo einfach alles dran hat, was man kann brauchen. Klein, kompakt und praktisch. Unsere Sonosbox, dass wir immer guten Sound haben zum schönen Ambiente. Und die Raffle.
dass man könnt verschiedene Sachen reiben, von Rösti über Käse und alles zusammen. Irgendwie ein herziges Plätzchen muss die noch überkommen da rein. Die schönen Müslischalen. Und Tassen. Und da trinke ich doch jetzt gerade mal einen Tee da drinnen. In einem anderen Video habe ich gezeigt, wie ich das Chai-Tee-Pulver selber herstelle. Das finde ich halt einfach mega praktisch. Man tut dann zwei Löffel drin. Hat so immer einen Chai-Tee auf die Schnelle. Also als nächstes werden wir uns jetzt sicher so ein Aussenzelt kaufen, wo wir direkt am Bus machen können. Wir haben jetzt uns da ein bisschen schlau gemacht, weil es soll schnell auf- und abbaubar sein. Und wir haben jetzt uns entschieden für das Guido. Das Guido sollte man, glaube ich, in 2 Minuten aufgestellt haben. Plus nachher kommen dann noch die Haken dazu, aber man sollte relativ schnell sein. Und es ist genau das, was wir brauchen. Das werden wir jetzt demnächst bestellen. Und ich habe gemerkt, ich schlafe relativ hart, oben und unten. Und ich werde mir wahrscheinlich noch zusätzlich eine Matte oder eine aufblasbare Matratze müssen kaufen. Falls ihr auch einen Bus habt und mir Tipps geben könnt, welche Matte, wäre ich sehr dankbar. Schreibt mir doch einfach einen Kommentar. Ich bin echt froh um Tipps und Tricks, sodass man gemütlich und gut schlafen kann. Für 1-2 Nächte geht es, aber sonst ist es mir schon relativ hart und dann fangen mir an, die Hüfte weh zu tun. Ich würde sagen, dann hören wir doch noch ein bisschen Musik. Bis zum nächsten Mal. Ich werde sicher ein paar Rezepte mit dem Omnia-Backofen ausprobieren. Ihr dürft mir auch da gerne Tipps geben, falls ihr die schon habt und schon etwas gebacken habt damit und das mega cool findet und praktisch. Und dann freue ich mich schon auf die nächsten Ferien. Höchstwahrscheinlich werden wir auf Sardinien gehen. Mit dem Schiff vom Festland Genua übers Meer und dann auf Sardinien und einfach mal den nördlichen Teil abfahren im Frühling. Tschüss miteinander.